bist du gelähmt. Das ist ja wirklich mega, mega kalt. Aber es ist Winter immerhin, ne? Die Tage werden kürzer, die Tage werden länger. Irgendwann sag ich Dankeschön. Ja, Freunde, ungewöhnlicher Ort, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn sich andere Menschen über andere beschweren, nur weil sie einen Fehler gemacht haben. Ich finde das ein bisschen armselig, dass die meisten Menschen meinen, sie können sich unnötig beschweren. Ja, wenn halt keiner eine gescheite Luft kriegt, was soll man machen? Soll er sich vielleicht die Maske aufs Auge binden oder wie? Und ich sag's ehrlich, die meisten Leute übertreiben sehr und ich bin nicht der Meinung, dass man sich so aufbrezeln muss oder so aufplustern muss, nur weil man einmal vergessen hat, vielleicht das Schneidstierchel aufzusetzen. Meine Güte, ich sehe andere Leute, die ohne Schneidstichel einsteigen und beschwere ich mich bei dessen anderen? Nee. Ich finde, das ist schäbig, was da gemacht worden ist und es ist halt Ironie des Schicksals. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und die Menschen sollen sie bitte nicht so aufblustern, weil das ist ein Schaß. Kehrt sie nicht. Man kann zwar die Person ansprechen, die das Schneidstichel nicht tragen, aber Hinterrucksbeschwerden, nein. Da hört bei mir der Spaß endgültig auf. Haha, ihr schon wieder. Moin. Ja, ich finde das, wie gesagt, eine Dreistigkeit, dass man sich unnötig so aufpusten muss. Ich weiß, jeder Mensch macht einmal einen Fehler. Wir sind nicht alle fehlerfrei. Das könnt ihr mir glauben. Auch ich habe schon in meinem Leben Fehler gemacht und es hat sich noch keiner beschwert. Und seid mir bitte nicht böse, aber ich finde das wirklich eine Dreistigkeit, dass Hinterrucksbeschwerden kommen. Ich finde das nicht in Ordnung. Und ich sage es nur, wie es ist. Wenn die Menschen Probleme haben, dann sollen sie es denjenigen ins Gesicht sagen und nicht immer hinterrucks daher pfeifen. Ich gehe auch nicht zu irgendjemandem hin und sage, ja, der hat das nicht, der hat dies nicht, der hat das nicht. Wo sind wir denn bitte? Wenn ich mich den ganzen Tag nur über Leute beschweren würde, die keine Schneidtücher tragen, da hätte ich viel zu tun. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, weil es regt mich, wie gesagt, auf, dass sich ein paar Menschen so aufpusteln, als ob sie nichts Besseres zu tun haben. Und mir tut, wie gesagt, der Kaffee sehr, sehr gut.